mit der Stricknadel angedrückt. Am besten leicht über die Kanten rollen, damit sich das Muster nicht verzieht. Als kleiner Tipp: Die transluzenten Scheiben nicht überlappen lassen, sonst wird es beim Härten später milchig. Zum Schluss die Kugeln auf eine Perlenstechnadel spießen, damit man sie später auffädeln kann. Die Kugeln werden über ein Glas gehängt und kommen so 30 Minuten lang bei 110 Grad in den Backofen zum Härten. Für ein schönes Finish können wir die gehärteten und ausgekühlten Perlen später mit dem Glanzlack lackieren oder mit dem Schleifschwamm nass schleifen. Im Bonusmaterial finden Sie neben der kompletten Einkaufsliste auch die ausführliche Step-by-Step-Anleitung zum Nachlesen und Ausdrucken. Übrigens, unter www.staedtler.com gibt es noch mehr kreative Ideen und Anregungen für Fimo. Alle weiblichen Fimo-Fans. Heute gibt es speziell was für Sie. Ob moderne Longline-Designs oder klassische Perlenketten. Mit Fimo Soft gestalten Sie Ihren Schmuck individuell und passend zu jedem Outfit. Und damit Sie schon bald Ihre erste Mille Punti-Kollektion präsentieren können, brauchen wir zunächst vor allem die Kombipartner Fimo Soft in den Farben Schwarz und Weiß, Perlenstechnadeln und Glanzlack. Wir beginnen mit einer Perlenkette und dafür bereite ich schon mal einige Rippen Fimo vor. Zunächst brauchen wir eine Rippe Fimo Soft Schwarz und zwei Rippen Fimo Soft Weiß. Aus der schwarzen Rippe mit der Hand eine ca. 1 cm dicke Rolle formen. Danach mit dem Acrylroller die zwei weißen Rippen zu einer Platte walzen und die Seiten mit dem Cutter begradigen. Die Platte sollte so groß sein, dass sie einmal um die schwarze Fimo Soft Rolle gewickelt werden kann. Achtung beim Einrollen! Die Kanten dürfen nicht überlappen, da sich das Muster sonst verändert. Die Stoßkanten mit dem Finger glatt streichen. Anschließend mit weiteren vier Rippen Fimo Soft Schwarz genauso verfahren. Mit dem Acrylroller eine Platte walzen die Kanten begradigen und die weiße Rolle ummanteln. Auch hier müssen die Kanten genau zusammenstoßen. Die Enden mit einem Cutter abschneiden. Die Musterrolle, auch Cane genannt, muss jetzt dünner und länger werden. Dabei von der Mitte nach außen mit leichtem Druck rollen. Wenn die Rolle lang genug ist, diese mit einem Cutter in vier gleich große Stücke schneiden. Jetzt werden die Canes zusammengelegt und erneut zu einer langen Rolle gerollt. Im Profil kann man schon leicht erahnen, wie die Kette später aussehen wird. Je öfter ich den Vorgang wiederhole, desto feiner wird das Mille-Punti-Muster. Mein Cane sieht so aus. Als nächstes mit dem Cutter hauchdünne Scheiben von der Cane abschneiden. Dabei darauf achten, dass die Rolle nicht an die Tischplatte gedrückt wird, damit sich das Muster nicht verändert. Für die Perlenproduktion eine Rippe Fimo Soft Schwarz abschneiden und zu einer Kugel verarbeiten. Jetzt kann die Kugel rundherum mit den Scheiben belegt werden.
Tipp: Mit einer Stricknadel lassen sich die Scheiben besser fixieren. Sollten kleine Lücken bleiben, kann man die Scheibe nochmal teilen und dazwischen setzen. Zum Schluss die belegte Kugel zwischen den Händen vorsichtig rollen, damit sie eine glatte Oberfläche erhält. Damit sich die Perlen später auffädeln lassen, bekommen sie jetzt noch ein Loch mit Hilfe der Perlenstechnadel. Auf diese Weise können Sie beliebig viele Kugeln anfertigen und natürlich auch in der Größe variieren. Die Kugel auf ein Glas hängen und bei 110 Grad für 30 Minuten im Backofen härten. Nach dem Härten kann man die Kugel mit einem nassen Schleifschwamm aus dem Fimo Grind & Polish Set polieren und anschließend lackieren. Im Bonusmaterial finden Sie neben der kompletten Einkaufsliste auch die ausführliche Step-by-Step-Anleitung zum Nachlesen und Ausdrucken. Übrigens, unter www.stedtler.com gibt es noch mehr kreative Ideen und Anregungen für Fimo. Hallo zusammen! Heute gestalten wir ein edles Accessoire fürs Büro, das auch eine schöne Geschenkidee ist. So wird Ihr Kugelschreiber oder Füllfederhalter zu etwas ganz Besonderem. Mit den Fimo-Effekt Steinfarben, Granit oder Marmor kreieren Sie Schreibgeräte passend zu Ihrem Stil. Und damit Sie schon ganz bald Ihr individuelles Schreibgerät in der Hand halten können, brauchen wir zuerst folgende Accessoires: Füllfederhalter, Kugelschreiber, Metallicpulver Gold und Strukturformen. Für unseren Kugelschreiber verwende ich einen Block Fimo Schwarz. Zuerst halbiert man den Block mit dem Cutter. Auf Stufe 1 durch die Claymaschine walzen. Anschließend am besten ein Stück Backpapier unterlegen. So lässt sich die ausgewalzte Fimo-Platte nachher leichter lösen. Die Strukturform Barock mit etwas Wasser besprühen und auf die Platte legen. Mit dem Acrylroller fest über die Strukturform walzen. Im Bonusmaterial befindet sich eine Schablone für den Stift. Diese legt man auf die Fimo-Platte und schneidet mit einem Küchenmesser an den Kanten entlang. Das überschüssige Fimo vom Backpapier abziehen und beiseite legen. Damit wir unsere fertige Platte um den Stift legen können, müssen wir den Stift erstmal auseinanderbauen. Hierfür die obere Kappe abschrauben und den Stifterhalter entfernen. Nun kann man die Platte mit dem Muster um den Stift herumlegen. An der unteren Stiftkante ansetzen und langsam rundherum andrücken. Die Schnittstellen anschließend mit dem Finger verstreichen. Für den Aha-Effekt sorgt das Metallicpulver in Gold. Mit der Pinselspitze vorsichtig eintauchen und das Pulver ganz leicht auf dem Stift verteilen. Das Muster hebt sich nun goldfarben von der schwarzen Grundierung ab. Jetzt nur noch die Spitze abschrauben. Der Schaft kommt dann für 30 Minuten bei 110 Grad in den Backofen zum Härten. Nach dem Härten und Auskühlen sollte man den Stift zum Schutz mit Glanzlack lackieren. Und fertig ist der edle Stift. Im Bonusmaterial finden Sie neben der kompletten Einkaufsliste auch die ausführliche Step-by-Step-Anleitung zum Nachlesen und Ausdrucken. Übrigens, unter www.stedtler.com gibt es noch mehr kreative Ideen und Anregungen für Fimo. Hallo zusammen! Heute zaubern wir uns in Windeseile etwas Romantik in die Küche.
Aus einfachen Marmeladengläsern werden dank Fimo hübsche romantische Dosen im modernen Landhausstil. Und damit Sie Ihre Küche schon bald mit den schmucken Dosen dekorieren können, sind folgende Materialien ganz wichtig. Fimo Effekt und Soft, Metallic Pulver in Gold und Glanzlack. Als erstes möchten wir unser Marmeladenglas mit einer schönen Farbe ummanteln. Dafür nehmen wir zwei Normalblöcke Fimo Effekt in der Farbe Aqua. Zu Beginn den Block Fimo mit dem Acrylroller vorwalzen, sodass er im Anschluss in die Claymaschine passt. Nun auf Stufe 1 zu einer Platte walzen. Die gewalzte Platte in der Mitte teilen und übereinander legen. Erneut durch die Claymaschine walzen, damit man ein breiteres Stück erhält. Dann mit dem Cutter ein Rechteck aus der Platte ausschneiden. Dabei darauf achten, dass die Fläche groß genug für das Marmeladenglas ist. Jetzt kann die Platte um das Glas gelegt werden. Hierzu die elastische Platte anlegen und leicht andrücken. Mit den Fingern die überstehenden Ränder einfach umschlagen und festmodellieren. Und jetzt möchten wir unsere Dose natürlich noch schön verzieren. Mit dem Cutter aus einer vorgewalzten Fimo-Platte schmale Streifen ausschneiden. Die Reste für später aufheben. Die Streifen zum Anbringen zuerst am oberen Rand des Glases fixieren und danach gerade herunterziehen. Die überstehenden Reste mit dem Küchenmesser abschneiden. Wenn ich damit fertig bin, forme ich die Reste nochmal zu einer Kugel und walze sie auf Stufe 1 mit der Claymaschine. Mit Hilfe des Küchenmessers ein Oval aus der Platte ausschneiden, welches als Etikett dienen soll. Dann das Oval am Glas anbringen und mit den Fingern leicht andrücken. Mit Metallic Pulver Gold wird die ovale Form zum Schmucketikett. Dazu etwas von dem Pulver auf den Finger auftragen und vorsichtig auf dem Etikett verteilen. Als nächstes möchten wir uns um den Deckel kümmern. Dafür habe ich schon mal einen Normalblock Fimo Soft in der Farbe Indischrot auf Stufe 1 gewalzt. Eine handelsübliche CD auf die Platte legen und ausschneiden. Mit dem Küchenmesser drumherum schneiden, sodass eine runde Form entsteht. Den Deckel in der Mitte platzieren und mit den Fingern in Form bringen. Um dem Deckel einen schönen Glanz zu verleihen, mit dem Metallic Pulver Gold dezent verzieren. Für die Erdbeeren zwei Rippen von Fimo Soft Indisch Rot abschneiden und daraus eine Kugel formen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kugel unten spitz zuläuft. Damit die Erdbeere auch Blätter bekommt, eine Rippe Fimo Soft Apfelgrün abschneiden. Wieder zu einer kleinen Kugel formen und auf dem Deckel platzieren.
als nächstes kleine Löcher in die Erdbeere pieksen. Das funktioniert am besten mit dem Modellierwerkzeug. Von einem Block Fimo Effekt Vanille eine Rippe abschneiden und in kleine Stücke teilen. Kleine Kügelchen formen, diese in die Löcher der Erdbeere setzen. In der Zwischenzeit habe ich nicht nur die Erdbeere für den Deckel fertig gemacht, sondern auch eine für unser Etikett. Eine der Erdbeeren mit der Spitze nach oben auf den Deckel setzen und leicht andrücken. Die zweite Erdbeere ist auf der Rückseite etwas abgeflacht, so hält sie besser auf dem Etikett. Anschließend eine Rippe Fimo Effekt Rosé abschneiden und zu einer langen Schnur rollen. Sie dient nachher zur Verzierung. Wenn die Schnur lang genug ist, klappt man sie einmal in der Mitte zusammen und verzwirbelt sie. Jetzt kann die Schnur um das Etikett gelegt werden. Unten angekommen, können wir noch eine hübsche Schleife binden. Zum Schluss ein wenig Metallicpulver Gold auf die Kordel auftragen. Zum Härten kommt unsere Dose für 30 Minuten bei 110 Grad in den Ofen, muss anschließend auskühlen und wird dann lackiert. Im Bonusmaterial finden Sie neben der kompletten Einkaufsliste auch die ausführliche Step-by-Step-Anleitung zum Nachlesen und Ausdrucken. Übrigens, unter www.stedtler.com gibt es noch mehr kreative Ideen und Anregungen für Fimo. Hallo liebe Fimo-Freunde, heute wird es farbenfroh. Ob auf der Fensterbank, auf dem Tisch oder im Regal. Die bunten Fimo-Vogelwillen bringen gute Laune in jedes Haus. Und damit die Mini-Vogelwillen schon bald ihr Zuhause ein bisschen bunter machen, brauchen wir zunächst Fimo Soft in ihrer Lieblingsfarbe, eine Motivform und die Claymaschine. Wir beginnen mit einem Normalblock Fimo Soft in der Farbe Apfelgrün. Den Block mit der geriffelten Seite nach oben auf die Arbeitsfläche legen und die Rillen mit den Fingern verstreichen. Danach mit dem Acrylroller glätten. Wenn die Rillen nicht mehr zu sehen sind, den Block mit dem Cutter in zwei große Hälften schneiden. Diese aufeinanderlegen. Die Seiten mit dem Cutter gerade schneiden. Anschließend kann die Naht mit dem Modellierwerkzeug verstrichen werden. Mit dem Acrylroller erneut glätten. Den Block mit den Fingern in Form bringen. Dann schneidet man mit dem Cutter die Auflagefläche für das Spitzdach aus dem Block. Anschließend bohrt man mit einem Holzstäbchen ein ca. 1 cm tiefes Loch als Einflugloch. Auf der Unterseite bohrt man in der Mitte ein ca. 2 cm tiefes Loch für den Ständer. Und damit die Vögelchen keinen nassen Kopf bekommen, brauchen sie natürlich noch ein Dach. Dazu ein Block Fimo Soft in der Farbe Himbeere halbieren. Und auf Stufe 1 durch die Claymaschine walzen. Damit die Platte etwas stabiler wird, legt man sie doppelt. Mit Hilfe einer Schablone und einem Küchenmesser eine 6x3 cm große Platte ausschneiden. Das Dach kann jetzt in der Mitte zusammengedrückt werden. Dann so auf dem Häuschen platzieren, dass jede Seite etwas übersteht.
mit der Motivform ein kleines Vögelchen anfertigen. Hierzu ein Stück Fimosoft Sonnengelb als Schnabel in die Motivform geben. Ein Stück Rosé zu einer Kugel rollen und ebenfalls in die Form drücken. Überstehende Reste können ganz einfach mit dem Cutter entfernt werden. Jetzt das Vögelchen vorsichtig aus der Motivform drücken. Das Vögelchen braucht natürlich auch einen kleinen Bauch. Dazu ein wenig Fimo Rosé abschneiden, zu einer kleinen Kugelform und an den Vogel modellieren.